Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Marc und der ist 40 Jahre alt. Hallo Marc. Hallo, hallo Domian. Hallo Marc. Dein Thema. Mein Thema. Ich bin momentan im Begriff, eigentlich meine ganzen Prinzipien über Bord zu werfen. Oh. Ja. Warum? Warum? Kurz gesagt, also ich bin schwul und habe jemanden im Internet kennengelernt, vor einigen Monaten schon. Und es hat sich wirklich ein ganz netter Kontakt daraus entwickelt. Bisher nur übers Netz oder auch schon real? In der Zwischenzeit auch schon mal real. Auch schon real. Real. Der junge Mann wohnt in deiner Gegend? Etwas weiter weg, aber nicht so weit weg, dass man sagen kann, man kann sie nicht treffen. Ja, okay. Ja. Ich dachte so, junger Mann, ist es ein junger Mann oder ist es ein Gleichaltriger? 10 Jahre jünger. Zehn Jahre. Und während diesen Monaten hat sich herausgestellt, hat er auch gesagt, dass er HIV-positiv ist. Was mir eigentlich gar nichts mehr ausgemacht hat in diesem Moment. Und es war echt der Mensch, der dahinter stand und der nette Chat und die nette Bekanntschaft, die sich daraus entwickelt hat. Ja. Und jetzt in den letzten Wochen oder ja, nicht mal Wochen, sondern jetzt kam das Gespräch dann auch mal wieder auf das Thema Sex, was eigentlich nie vordergründig da war. Das heißt, ihr hattet bisher noch keinen Sex? Nein, nein, noch nicht. Wie oft, noch zwischendurch gefragt, habt ihr euch real getroffen? Einmal. Ach, erst einmal. Erst einmal bisher. Und du findest ihn auch toll und findest ihn... Ich finde ihn sehr sympathisch, ja, ja, also die Sympathie ist auf beider Seite, also man kann doch nicht von Liebe oder sonstige Sachen sprechen, ja, denke ich mal, aber eine große, mehr als eine große Sympathie ist da. Okay, Thema Sex. Thema Sex. Das hat sich dann rausgestellt, warum eigentlich nicht, und hat das Thema eigentlich immer gesagt, nee, mit dir eigentlich nicht, und hat dann, ich auf mehrere Anfragen, warum denn, kam dann die Sache, seit ich weiß, dass ich HIV-positiv bin, betreibe ich nur noch ungeschützten, also Bärsex. Sagt er? Sagt er. Moment. Er sagt, seitdem er von sich weiß, dass er HIV-positiv ist, ja, betreibt er nur noch ungeschützten Geschlechtsverkehr? Ja. Verstehe ich nicht, warum? Aber er sagt auch, er informiert die Leute vorher. Er sagt ganz genau, wie es um ihn steht. Ja. Und gut, das ist ja das andere wäre schon kriminell. Wäre ja kriminell. Ja, dann ist kriminell. Aber dennoch, warum ist er so drauf? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Verstehst du das? Verstehen kann ich es eigentlich irgendwo schon, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich kann es. Erklär's mir, ich verstehe es null. Ich kann es auch nicht erklären. Also, vorher, als er gesund war, hat er Geschlechtsverkehr mit Kondom gehabt, und jetzt, da er HIV-positiv ist, Hat er bewusst gezielt Geschlechtsverkehr ohne Kondom? Ja, ich kann mir das einfach so vorstellen, dass man einfach sagen kann, ich habe da kein Risiko mehr. Ja gut, aber die anderen? Natürlich, aber die werden ja informiert. Und daher kam bisher auch noch nie das Thema so richtig drauf. Und jetzt kam das Thema drauf und einfach, nee, du weißt, Bescheid, und das ist unser Thema, was wir haben. So, jetzt hoffe ich, Marc, 40 Jahre, gestandener Kerl, erfahrener Bursche bist du. Das ist genau die Sache. Genau, ich will jetzt nicht hören von dir, dass du überlegst, dich darauf einzulassen. Bist du denn von Sinnen? Ich finde auch den anderen, deinen Freund da, völlig neben der Kappe. Ein Ausbund der Egozentrik, zu sagen, ich hab's jetzt schon, egal. Moment mal, daher ist ja bisher auch nichts passiert in der Zwischenzeit. Ist mir klar. Achso, er hat noch nichts gemacht bisher. Es ist noch nichts passiert, und es ja, aber ihm niemals irgendwo eine Anregung oder so, eine Andeutung zu sagen, hey, sondern die kam irgendwann letztendlich von mir. Okay, habe ich ja auch schon so, glaube ich, gerade verstanden. Ja. Aber er sagt, wenn, dann ohne. Ja. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht, was das soll. Wenn, dann ohne. Ich muss eins dazu sagen, ich bin 40 Jahre alt und habe
mache regelmäßig meine Tests, bin heute noch negativ und eigentlich recht froh drüber. Ja, was heißt eigentlich? Was heißt, eigentlich bin ich auch froh drüber. Ja, du bist ja auch eine Generation, wo die Gefahr noch sehr, sehr groß war. Ne? Ich bin eine Generation, wo damit aufgewachsen ist, auch mit dem Risiko und wo das Thema auch aufgekommen ist und wo das Thema auch wirklich in jeder Munde war. So meinte ich es. Das Risiko ist jetzt genauso groß, es ist noch größer als vorher. Aber es war früher noch mehr in aller Munde als heute. Ja, das Erstaunliche, was ich auch nicht verstehe, dass momentan ich auch nicht sehr leichtsinnig damit umgehen wird. Ja, es ist unglaublich. Und was ich jetzt nicht verstehe in meiner Person, auf einmal fange ich an, mir zu überlegen, zu sagen, hey, jetzt wäre ich leichtsinnig. Ja, jetzt erklär mir das bitte, was in dir vorgeht. Dass du das wirklich, weiß ich nicht. Dass du denkst in der Tat darüber nach, soll ich mich darauf einlassen? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, und das verstehe ich momentan nicht selbst. Bist du so verrückt auf den Kerl? Hat das was mit verrückt zu tun? Ja, nur so kann ich es mir erklären, dass man so abgefahren, dass man so auf jemanden abfährt. Ich weiß es nicht, ob es das ist oder... Was ist es? Ich weiß es nicht. Und das ist genau das, was mich irgendwo selber gerade in Wanken bringt, dass ich für mich die Bereitschaft sage, okay, ich lasse mich darauf ein. Weil ich jetzt nicht weiß, wie er darauf reagiert. Weil ich habe schon gesagt, da kam also keine Antwort. Ach so, mach das, sondern ich vermute mal, dass da nichts kommen wird. Es kann auch sein, dass das ein Bluff von ihm war und dass, wenn es dann hart auf hart kommt, dass es dann, wollen wir es mal hoffen, dass es dann trotzdem nicht tut, weil er die Verantwortung auch spürt. Selbst wenn du ja sagen würdest. Also den Mensch, der dahinter steckt, muss ich einfach sagen, ich vermute, er hat auch die Verantwortung. Mhm. Aber ich rede ja jetzt mit dir. Ja. Ne? Und du bist, wie gesagt, ein erfahrener, erwachsener Mann. Ja. Du musst doch ansatzweise in dich reinhören können und mir so, oder dir selbst vor allen Dingen auch sagen, aus welcher Richtung diese Irrationalität kommt. Das verstehe ich nicht. Das ist ein Thema, wo ich mich selber nicht mehr verstehe, wo ich jetzt sage, ich würde mich jetzt wirklich auf russisches Roulette einlassen. Mhm. Und du warst vorab nochmal gefragt, bisher immer sehr vorsichtig und hast dich immer geschützt und Ja, das ist das Thema. Bist du sehr, bist du auch regelmäßig zum Test und alles, was man macht. Bist du liebesmäßig, sexmäßig sehr ausgehungert? Eigentlich nicht. Nicht mal das? Nicht mal das. Ist so, dass ich monatelang keinen Sex mehr hatte. Bist du generell, also du klingst gar nicht so, bist du depressiv veranlagt? Nö. Eher lebensverneinend als lebensbejahend? Eher lebensbejahend. Ja, das höre ich auch so aus, wie du redest. Auch das ganze Umfeld stimmt. Umfeld stimmt auch, Job stimmt. Job stimmt. Du bist sonst gesund. Gar nicht beklagen, also wie gesagt. So, die Vorstellung, ich gehe jetzt bewusst mit jemandem ins Bett, der ist HIV-positiv, ich habe mit dem Sex ungeschützt und nehme eventuell in Kauf, dass ich auch demnächst HIV-positiv bin, wo du genau informiert bist, was es bedeutet, HIV-positiv zu sein. Und wir haben eben noch keine Medikamente, es gibt noch keine Heilungschancen und so weiter. Muss ich hier gar nicht sagen. Nee, weiß ich Bescheid. Das weiß ich Bescheid. Das ist Wahnsinn. Mich wundert nur auf einmal meine innere Bereitschaft zu sagen, nee, ich lasse mich einfach auf das ein. Mhm. Ob es dazukommen würde, kann ich nicht sagen, weil das Thema haben wir nicht weiter ausdiskutiert. Ich frage das anders. Ist dein Leben, läuft das vielleicht so glatt und so gut, dass es fast ein bisschen langweilig ist, dass du so einen Thrill haben möchtest? Nee. Auch nicht? Kann ich nicht sagen. Mhm. Kann ich nicht sagen. Also, ist unwahrscheinlich Spannung drin, auch beruflich und sonstigen Sachen. Ich habe ihn nochmal zurückführend kennengelernt, also nicht auf irgendeiner Sex-Internetseite, sondern eigentlich über eine Bekanntschaftsanzeige. Ach so. Übers Internet. Also Partnerschaftsanzeige, Bekanntschaftsanzeige. So hat sich dieser Kontakt eigentlich aufgebaut. Ich finde, es würde ganz viel über seinen Charakter aussagen, wenn er das dann doch nicht machen würde, obwohl du zustimmen würdest. Dann würde der in meinem Ansehen steigen, der Bursche. Wir sind momentan auch in diesen Weg rein. Mhm. Es kam ja nie, ich habe einfach gesagt, Mensch, warum wir nicht? Und er sagt, du, wir haben das eine Problem. Ich bin positiv. Ja. So, aber und ich sage, meine Herren, man kann sich ja schützen, was soll's. Man macht bestimmte Sachen, man kann manche Sachen nicht machen, eben, obwohl man ganz würde. Aber dann kam eben diese Antwort, hey, ich mache aber nur Bär seither. Ja, das nennt man so Bär, ne, in der Szene. Ja. Weißt du, ich weiß nicht, ob du diese Sendung ab und zu verfolgst. Oft. Ja, dann weißt du. Ich kann mit diesem Thema nicht mit jemand anders reden. Dem rufe ich sicher an. Dann weißt du, mit wie viel schwer und schwerst kranken Menschen ich hier schon gesprochen habe und es zu tun habe. Ja. Und dann ist es einfach, ich
Ich bin ja nur kein religiöser Mensch, aber ich benutze mal den Begriff der Sünde. Ich benutze ihn mal einfach, ohne jetzt den christlichen Hintergrund dazu meinen. So sein Leben und seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Eigentlich musst du froh und dankbar sein, dass das alles so gut läuft. Ja, das ist es ja. Ja? Also wir beide ergründen... Ich weiß nicht, wo die Hintergründe da stecken, dass ich auf einmal von heute auf morgen sagen kann, ja, ich würde mich darauf einlassen. Da bin ich selber in meinen... erschüttert über meine eigene Erkenntnis, die ich bisher... Ich merke auch schon, dass wir im Rahmen dieses Gespräches das nicht ergründen können, woher das bei dir rührt. Aber ich finde, es sollte dich in einem enormen Maß doch nochmal anspornen, da in dich hineinzugraben, woher das kommt, um das zu lösen. Und mit dem Endeffekt, das natürlich nicht zu tun, bitte, bitte nicht zu tun, Marc. Na, ich hoffe mal. Ja, aber gar keine Diskussion. Aber gar keine Diskussion. Ich möchte nicht in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr mit dir sprechen, hier ist Marc 40 und dann erzählst du mir die Geschichte, ich hab's gemacht und bin HIV-positiv. Wie schlimm. Natürlich sollst du Sex mit deinem Freund haben, aber geschützt. Natürlich sollt ihr euch lieben und zusammen sein, das ist ja gar keine Frage. Es geht ja nicht um eine Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen, um Gottes Willen. Also, okay. Geh nochmal so weit, wie es irgend geht in dich. Wenn du irgendeine Idee hast, mail mir mal, interessiert mich sehr. Ich werde mich natürlich an deinen Fall erinnern. Mhm. Ja? Okay. Alles Gute, Marc. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, ein Hinweis. Morgen, das heißt eigentlich jetzt, ist ja schon Weiberfastnacht. Und da ist alles anders, vor allen Dingen hier in Köln, im Rheinland. Es gibt keine Fernsehsendung morgen Abend hier, keinen Domian im Fernsehen, aber im Radio schon. Und es gibt diese Woche keine Promi-Sendung am Samstag. Warum? Weil Karneval ist. Da machen wir was anderes im Fernsehen. Aber wir können jetzt weiter sprechen und zwar mit dem Sebastian. Und Sebastian ist 24. Sebastian war vielleicht 24, aber die Leitung ist weg. Dann machen wir weiter, frage ich meine Regie. Ja, mit Timo. Timo hat auch aufgelegt. Ich hoffe nicht, dass schon wieder unser Computer hier am Abschmieren ist. Versuchen wir mal. Martina, hallo. Martina, hallo. Hallo Martina. Hallo. Ja, Martina. Siehst du bist da, das ist schön. Hallo. Hallo. Ja, ich grüße dich. Ja, ich grüße auch. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich meinen Freund schon dreimal vorm Trauertal stehen lassen habe. Wie bitte? Wie bitte? Du hast ihn dreimal vorm Traualtar stehen lassen? Ja. Wie? Ihr wolltet dreimal heiraten? Ja, ich habe immer Bammel gekriegt. Und hast dreimal einen Rückzieher gemacht? Ja. Wie weit ist das wörtlich zu nehmen vorm Traualtar? Waren die Gäste schon in der Kirche? Ja, die waren auch schon da. Wie, alle dreimal? Ja. Wie, die waren alle dreimal in der Kirche und wo, erzähl mal die Abfolge. Ja, das erste Mal, da habe ich gesagt, ich wäre beim Friseur. Also da, wie soll ich das sagen? Ich habe immer Bammel gekriegt, ich habe mir immer eine andere Ausrede einfallen lassen. Ist mir schon klar, ich will nur wissen, wie weit die Vorbereitungen schon getroffen worden waren für die Hochzeit. Ja, da war alles. Wir hatten Essen schon geplant, also in der Gaststätte. Ja. Ja, und... Und sollte es eine, also erstmal eine standesamtliche Trauung geben? Jetzt bricht die Leitung auf, ich werde wahnsinnig. Mann, oh Mann, jetzt versuchen wir nochmal den Timo von gerade. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt keinen Wurm hier im PC haben. Timo, hallo? Ja, der Timo ist dran. Da ist er. Hallo, Domian. Jetzt hoffe ich, dass du nicht gleich wieder wegbrichst, wie nee. Martina. Hoffe ich auch. Timo, um was geht's bei dir? Ja, es geht um eine Beziehung, die ich vor neun Monaten eingegangen bin. Ja. In der ich mich aber jetzt nicht mehr so wohl fühle. Ja. Also ich bin mit dem Bruder meines besten Freundes zusammengekommen. Mhm. Und er hat halt darum gebeten, also jetzt mein Freund, also der Bruder, ne, mit dem ich zusammengekommen bin, dass das halt keiner erfährt, so vom Freundeskreis. Also wir haben einen sehr großen Freundeskreis. Ach so, also es geht um eine schwule Beziehung. Genau. Und der dein bester Freund weiß das auch nicht, dass du schwul bist? Doch, also von mir wissen es alle. Ach so, aber nicht von dem Bruder von deinem besten Freund. Genau. Und dein bester Freund weiß auch nicht, dass sein Bruder schwul ist? Naja, er wusste schon mal was, dass er was mit Männern mal hatte, ja, aber dass er jetzt so auf Männer steht, jetzt so wirklich auch nicht.
Und offiziell seid ihr beiden einfach so jetzt Freunde, oder? Ja, Kumpels wie, also wir sind, wie gesagt, mehrere Kumpels irgendwie, ja, sag mal so 8, 9 Leute. Ja. Und wir treffen uns dann nach dem Zivildienst, oder? Mhm. Also treffen uns halt und wie es so geht, machen was zusammen, ja, und feiern halt, und das ist halt für mich sehr schwierig, weil er hat, und das läuft er hat auch eine Freundin zwischendurch, ne? Ach so. Mhm. Und es ist halt schwierig, dann sich auch zurückzuhalten. Also ihr haltet eure Beziehung vollkommen geheim? Ja. Wer weiß überhaupt davon? Von ein paar Leute von dir oder? Einer weiß bestimmt. Ach so, nur einer. Also so mein... Das heißt also, alles quatschen kann. Ja, das heißt also, wenn ihr irgendwie in der Öffentlichkeit auftretet mit euren anderen Kumpels, ist es immer Theaterspielen. Oder sich zurückhalten, ja, zumindest. Ja, was mir manchmal sehr schwer fällt, ja. Ja, verstehe ich. Mhm. Ja. Mhm. Das Ganze geht jetzt seit 9 Monaten so? Ja, knapp 9 Monate. Ja. Mhm. Wie alt ist denn dein Freund? Ja, wir sind beide 22. Beide 22. Mhm. Was meint denn dein Freund? Also dein, ich sag's mal, dein Geliebter, damit wir es auseinanderhalten von dem, ja, anderen Freund. Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger Affäre irgendwie. Ja, wie lange das noch so laufen soll, so heimlich? Ja, das frage ich mich auch. Bist du sein Erster? Mein erster Freund? Nein. Nee, ob du für ihn der erste Mann bist? Nein, der Zweite. Ah, ja. Ja, aber jetzt der Erste, mit dem halt das über so längeren Zeitraum. Verstehe. Halt. Mhm. Ja, also es gab halt... Das Ding ist halt, dass er auch seit 4 Wochen eine Freundin hat, die ich seit zwei Jahren kenne. Mhm. Und die hat uns ja auch in den letten Monaten erlebt. Ne? Wie, die hat das auch erlebt? Naja, die hat uns in den letzten Monaten erlebt, dass wir halt nicht, also die hat halt erlebt, dass wir halt eben nicht so waren, wie wir wirklich waren. Also verstehst du, wie ich meine? Nee, dass also die hat das dieses Theater da hat sie dann. Also wenn ich ihr das jetzt erzählen würde, ja, also das kann ich nicht. Also es ist einfach. Moment mal, die weiß aber nicht Bescheid. Nee, das ist es ja. Aber ich würde es dir gerne mal sagen, ich weiß noch nicht wie. Ja, Moment, da geht's darum? Geht's nicht um was ganz anderes? Bist du nicht eifersüchtig, dass er jetzt deine Freundin? Ja, darum geht's doch. Natürlich. Du bist mit dem Typ zusammen, kann man so sagen. Mhm. Du bist verliebt in den. Ja, Hammer. Ja, Hammer. So, jetzt lacht er sich da ein Mädel an. Da wäre ich aber auf mehr als auf 150. Ja, ich habe ihr das auch gesagt. Ich habe gesagt, ey, was machst du denn das? Und vor allen Dingen so, dass ich das mitbekomme. Also mir war schon klar, dass er in den 9 Monaten nicht nur bei mir war. Glaubst du denn, dass der wirklich in diese Frau verliebt ist? Oder macht er das aus Tarnungsgründen, weil er ein schlechtes Gewissen hat? Also er ist schon einer, der sich so Tarnungen sucht. Glaubst du, dass er wirklich schwul ist, oder ist es ein Bi-Mann? Ein Bi-Mann. Ein Bi-Mann. Ja, das sagt er mir ja auch. Ja, ist ja egal. Auch ein Bi-Mann kann ja treu sein. Wie sehr ist er denn in dich? Ja, wenn er mit dem Hund rausgeht, ja. Wie sehr ist er denn in dich verknallt, verliebt? Sagt er darüber was? Also er hat nicht gesagt irgendwie, Timo, ich liebe dich oder so, aber er hat schon, also man, er ist auch nicht so einer, mit dem man irgendwie großartig über sowas spricht. Mhm. Also wir reden auch in unserem Freundeskreis halt überhaupt gar nicht über sowas. Also das kann durchaus sein, dass dein Freund vielleicht gar nicht so verliebt ist in dich, wie du in ihn. Nee, ja, ich glaube, das glaube ich sowieso. Also naja, dann hast du natürlich gleich schlechte Karten. Ne? Ja. Dann bist du so ein so vielleicht so eine nette Beiwelt, und er guckt sich dann natürlich auch nach Frauen um. Naja. Wenn er jetzt auch voller Kanne verknallt wäre, dann wäre das anders. Hast du natürlich wirklich keinen guten Stand. Ja, und das Problem ist halt, was ich so als Problem auch sehe, dass ich halt alles so lange angelogen habe. Mhm. Also was heißt angelogen? Aber etwas nicht zu sagen, das ist ja auch manchmal schon eine kleine Lüge. Ja, und vor allen Dingen, wir sind doch mal alle im Urlaub und wir sind permanent weggegangen. Also Und für ihn wäre das, ist das völlig unmöglich, dass ihr euch da öffentlich zeigt, oder? Ja, ich habe ihn jetzt vor einer Woche mal drauf angesprochen, weil ich meine, ein Kumpel, dass er uns irgendwie mal erwischt hat beim Kunden, beim Knutschen. Irgendwie, was ja auch manchmal schwierig ist irgendwie. Und da habe ich gesagt, das scheint er irgendwie zu ahnen, irgendwie Peter heißt er. Und dann habe ich ihm das so erzählt, dann hat er auch gesagt, ja, und kriegt das halt mit, die Schnauze. Also manchmal, es ist wirklich, am Dienstag geht er damit total locker um und dann ist ihm das fast scheißegal. Dann macht er sich in der Stadt noch total drüber lustig irgendwie oder spielt sogar einen Schwulen irgendwie und am Mittwoch ist er wieder... Ist eine Frage jetzt, wie du, was du für eine Position einnimmst. Wenn du sagst, das geht dir zu sehr auf die Nerven und du magst auch dieses Versteckspiel nicht, du möchtest lieber frei leben, dann musst du das sagen und musst es machen. Hm. Ne? Das, naja. Ja, mit auch auf die Gefahr hin, dass er sich dann zurückzieht.
Es ist jetzt die Frage, oder ob du sagst, okay, mir ist es schon wichtig, mit dem was zu haben, und ich lass mich dann auf seine Spielregeln ein. Es ist eine Frage, wer die Spielregeln vorgibt. Natürlich, ich wäre auf deiner Seite, wenn ich als Außenstehender gefragt werde, weil das andere ist einfach Banane. Ich finde, kann dich nachvollziehen. Ich finde auch dein Anliegen. Ich fand's aber am Anfang fand ich sogar total spannend. Ja. Habe ich so gesagt, hey, was soll denn das? Und eine heimliche Beziehung. Ja, habe ich auch. Und alle sagen, kriegen es nicht mit. Also ja, habe ich auch schon alles gemacht. Spannend. Ist super spannend. Vor allem, wenn die anderen gar nichts ahnen davon. Aber irgendwann geht's einem auch auf die Nerven. Und irgendwann möchte man es auch raushaben. Ja, das musst du ihnen sagen. Du musst ihm sagen, wenn das wirklich so ist, dann musst du ihm sagen, pass mal auf, ich kann das nicht so weitermachen. Ich habe da keinen Bock drauf. Entweder. Ja, aber angenommen, ich dumme ja nicht, würde jetzt morgen zu mir hingehen, ich ihn erst morgen sehe, weil er gerade bei seiner Freundin ist, würde ihm das morgen so sagen irgendwie, dann ich würde damit aber auch nicht glücklich sein irgendwie. Nein, und vor allen Dingen, wie sollen wir uns gegenübertreten? Also wie gesagt, hier mein bester Freund, das ist ja wie gesagt der Bruder und wir laufen uns zwangsläufig zumindest jeden zweiten Tag über den Weg, zumal jetzt mein bester Freund seit zwei Wochen im Gefängnis ist. Hast du ihm denn, deine Affäre, hast du ihm das denn schon mehrfach mal so klar gesagt, dass du das eigentlich nicht mehr möchtest, so? Also du hast es mir jetzt erzählt. Dir. Ja, geh doch erstmal den vorsichtigen, eher diplomatischen Weg. Du kannst ja eh keinen Druck auf ihn ausüben. Sowas kann man ja nicht erzwingen. Das würde ich ja nicht machen. Nee, vielleicht kannst du ihn ja wirklich auch überzeugen, dass du das einfach sagst, hey komm, was haben wir denn zu verlieren? Es ist, wie es ist und wir machen es halt. Ja. Und indem du auch deine Gefühle darstellst, ich meine, wenn er dich schon etwas mag, dann muss er das ja auch schon beeindrucken, wenn er merkt, was für Gefühle du in der Situation hast. Und die sind ja nicht gut, die Gefühle. Wie gesagt, es ist halt immer ätzender, ne? Im Laufe der Zeit irgendwie. Ich würde in diesem Fall wirklich sagen, erstmal red nochmal mehr mit ihm und intensiver und immer wieder. Und wenn das dann alles nichts nutzt und du immer noch keinen Bock hast auf dieses Leben, dann musst du schon eine härtere Konsequenz ziehen, wie immer die aussieht. Entweder ziehst du dich zurück, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Ja. Ne? Wahrscheinlich läuft es dann darauf hinaus. Also einer von uns wird sich dann zwangsläufig zurückziehen müssen, klar. Aber red nochmal über die Welt. Das ist wieder das Ätzende, ne? Weil ich habe das von Anfang an gewusst, dass das irgendwann Schwierigkeiten gibt. Es kann ja wirklich sein, dass er... Aber er wollte ja nicht hören. Es kann aber auch wirklich sein, dass er mit seiner Identität irgendwie durcheinander ist. Ja, das ist er sowieso. Ja, also ich meine, er ist wirklich sehr wechselhaft irgendwie, dass er, ich meine, das ist jetzt gar nicht lustig oder böse, wie ich das jetzt soll, so sollte es gar nicht klingen, aber er ist wirklich vielerlei Hinsicht noch ein bisschen durcheinander irgendwie. Oder überlegt halt noch und orientiert sich so. Also, nochmal intensiv reden und dann nochmal intensiv reden und vielleicht ein drittes Mal. Und dann musst du eine Entscheidung fällen. Mhm. Ja, Timo. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Dir auch, tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, nur im Radio und am Samstag gibt es keine Promisendung. Dafür gibt es nächste Woche Samstag eine Promisendung und wisst ihr, wer kommt? Es kommt Desiree Nick zu mir, die amtierende Dschungelkönigin. Bin sehr gespannt. Claudia, 21. Ja. Hallo Claudia. Hallo. Dein Thema. Ja, also mein Thema ist und zwar, du hattest letztens eine Sendung und da ging es irgendwie dem Tod nahe sein. Ja. Und Tod ins Auge geschaut. Ja, genau. Und da habe ich versucht durchzukommen, bin aber leider nicht durchgekommen und wollte halt heute nochmal drüber reden. Gerne, also, ja. Bei mir geht es darum, ich hatte vor 3 Jahren einen Selbstmordversuch, bin aus dem Fenster gesprungen. Oh. Und aus welchem Stock? Aus dem dritten Stock. Aus dem dritten Stock? Ja. Wie schwer warst du verletzt? Also ich war ziemlich schwer verletzt, lag auch eine Woche im Koma und mehrere Monate im Krankenhaus. Mhm. Welche Verletzungen hattest du? Also der Rücken war mehrmals gebrochen und insgesamt 8 Wirbel und schwere Kopfverletzungen und innere Verletzungen. Also es war sehr heftig. Du musst auch unglaubliche Schmerzen ausgehalten haben dann, als du aus dem Koma erwacht bist. Ja, also die ersten paar Tage nach dem Koma kann ich mich soweit eigentlich gar nicht mehr erinnern. Aber dann später war es auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Warum hast du das getan?
Naja, also es war früher, ich hatte sehr, sehr viele Probleme mit meinen Eltern und Familie, alles drum und dran. Da war halt früher ziemlich viele Dinge passiert, die hätten nicht passieren sollen. Und es ging auch damals um einen Ex-Freund, der hat sehr, sehr, wie sagt man, Druck auf mich ausgeübt und terrorisiert und alles sowas. Hast du das damals so im Affekt gemacht, also so spontan, oder hast du dir das lange überlegt und das dann getan? Das war auf jeden Fall geplant. Also das ging über mehrere Wochen und zu meinem 19. Geburtstag habe ich dann gesagt, ich kann und will nicht mehr und heute wird es einfach soweit sein. Und warst du da alleine in der Wohnung? Nee, also der Bruder von meinem besten Freund, der war mit in der Wohnung und... Da hast du einfach das Fenster aufgemacht rausgesprungen? Ja, ne, weil ich war allein in einem Zimmer und der Bruder war in einem anderen Zimmer und saß dann da und habe Abschiedsbrief geschrieben und bin dann einfach gesprungen. Wenn man sowas plant so lange, denkt man darüber nach, dritter Stock, wird das funktionieren? Nein. Nein, du hast gedacht... Also in meinem Fall, ich habe da überhaupt gar nicht dran gedacht. Ich habe einfach gedacht, springen und das war's und dann ist alles vorbei. So, dann bist du irgendwann nach dieser Koma-Zeit aufgewacht. Ja. Und als du so die ersten, sag ich mal, so die ersten Minuten oder die erste halbe Stunde so zur Besinnung gekommen bist, was war das für ein Gefühl? War das, dass du dachtest, Mann, ich bin nicht tot, ich wollte tot sein? Oder war es, Gott sei Dank, ich bin doch gerettet worden? Nee, also es war schlimm. Die erste Zeit, wo ich mich jetzt noch dran erinnern kann, also es sind viel, viel schwarze Dinge, wo ich gar nicht mehr weiß, was war nach der Koma-Zeit. Und also wo ich weiß, wo ich aufgewacht bin, es war schlimm. Also ich habe nur geheult und wollte trotzdem nicht mehr leben und kam auch danach mehrmals in der Psychiatrie und musste Therapie machen. Und naja, aber seit einem Jahr bin ich sehr, sehr glücklich wieder und habe das alles überwunden eigentlich. Lass mich noch bitte was fragen zu dem Aufwachen. Ja. Denkt man da in den ersten Sekunden, bin ich jetzt tot oder lebe ich oder was ist? Denkt man so? Na, eigentlich nicht. Also ich habe nicht viel gedacht, weil die ersten paar Minuten, wo ich mich dran erinnern kann, wo ich mich bewusst dran erinnern kann, war eigentlich nur, wo bin ich überhaupt? Und weil ich habe nur Schläuche gesehen und war alles verschwommen. Aber da war dir schon klar, dass du lebst und dass du in einem Krankenhaus bist? Nee, das nicht. Also das ich war überhaupt nicht, ich war nicht wirklich bei Sinn und habe nur gedacht, wo bist du jetzt eigentlich? Ja. Wo es mir dann bewusst wurde, war halt nur noch schlechte Laune und habe geheult. Hast du Erinnerungen an diese Koma-Zeit? Nein, gar nicht. Weil uns einige Anrufer ja erzählt haben, dass sie so... Das habe ich gehört, ja. Und leider, also bei mir war gar nichts, ich kann mich an gar nichts erinnern. Also es ist schade eigentlich, weil ich hätte auch gerne so irgendwie, wo ich das gehört habe, ja, weißes Licht. Und der eine hat ja erzählt mit Blumenwiese. Genau. Sowas war überhaupt gar nicht. Also bei dir war es so, wie man das vielleicht aus einer Bewusstlosigkeit oder aus einer Narkose kennt, einfach weg, gar nichts. Ja, weg, alles schwarz und man wacht halt wieder auf und die letzten zwei Wochen gab es halt eben nicht oder eine Woche. Die Sendung hieß damals dem Tod ins Auge geschaut. Das hast du ja schon dann auch getan, weil du haarscharf dem Tod entronnen bist. Ja, das ist richtig. Im ersten Moment warst du traurig darüber, dass du noch gelebt hast. Ja. Heute ist es ganz anders, sagst du. Ja, was meinst du, tiefste Folge hat das für dich, dass du dem Tod schon so nahe warst? Also ich denke, eine Folge an sich hat das für mich nicht, bis auf natürlich die gesundheitlichen Probleme jetzt, aber so dadurch, dass ich jetzt die ganzen Dinge überwunden habe, die seelischen Probleme einfach mehr nach hinten geschoben habe, hat das für mich keine Nachwirkung. Ja. Stichwort gesundheitliche Probleme. Gibt es noch gravierende gesundheitliche Probleme? Ja, also durch den Rücken damals war ja mehrmals gebrochen und ich habe da einen Haufen Metall drin und das ist heute noch zur Hälfte drin. Aber du kannst gehen, du sitzt nicht im Rollstuhl. Nee, also ich saß die erste Zeit im Rollstuhl und musste halt auch wieder laufen lernen, aber das geht jetzt wieder einigermaßen gut. Und dann hast du gerade gesagt, so die Probleme sind so nach hinten geschoben. Sind die nach hinten geschoben oder hast du den Eindruck, dass du sie los bist?
Also los bin ich sie auf keinen Fall und verarbeitet sind sie auch nicht, aber sie sind halt nach hinten geschoben und ich lebe so eigentlich sehr, sehr gut damit. Ist es denn so jetzt, nach du hast gesagt, dass du in psychiatrischer Betreuung warst, ne? Ja. Und du sagst, dass es dir heute gut geht oder eigentlich ganz gut geht. Ist vielleicht eine Spätfolge oder eine Tiefenwirkung von dem Tod ins Auge geschaut zu haben, dass du doch das Leben mehr wertschätzt? Ja, also das auf jeden Fall. Also ich schätze das Leben auf jeden Fall jetzt mehr, viel mehr als vorher und gehe auch viel mehr ins Leben drauf ein. Mhm. Also. Könntest du dir so in deinen wildesten Fantasien vorstellen, so etwas nochmal zu machen? Nein, also im Moment überhaupt gar nicht und ich glaube auch nicht, dass sowas irgendwann wieder tun würde. Mhm. Selbst wenn ich irgendwann wieder mal an einem Tiefpunkt angelangt sein sollte oder so, also ich glaube nicht, dass sowas nochmal wieder tun würde. Mhm. Weil dafür war die Zeit, die ich dadurch durchgemacht habe, viel zu sehr heftig. Also. Ja, ja. Es gibt ja immer so Aussagen, dass alles, was geschieht, irgendwo auch vielleicht eine gute Nebenwirkung hat oder eine gute Seite hat. Vielleicht ist es bei dir so, dass du vielleicht auch stabiler geworden bist dadurch, durch diesen Vorfall? Ja, also das auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich kann auch jedem nur raten, der sowas vorhat, auf jeden Fall reden über Probleme. Es ist niemals irgendwie irgendwas selber planen oder sich umzubringen. Das ist furchtbar einfach. Also, dann freue ich mich sehr, dass wir haben miteinander sprechen können. Ja. Und dass es dir seelisch wieder gut geht und körperlich auch einigermaßen. Und dass du keine schweren, das hätte ja auch sein können, keine schweren körperlichen Folgeschäden davon getragen hast. Ne? Es hätte ja sein können, dass du jetzt voll gelähmt bist oder irgendwas anderes. Ja, das ist richtig. Aber du meinst so, du wirst irgendwann vielleicht wieder ganz normal leben können, auch körperlich? Nee, das nicht. Einschränkungen werden immer sein. Ja. Aber ich denke mal, die Einschränkungen, die ich habe, mit denen kann man leben, auf jeden Fall. Damit kann man leben, damit kannst du dich arrangieren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Schön, Claudia, dass du heute durchgekommen bist. Ja. Und nett, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ebenfalls. Und ein gutes Leben einfach rundherum. Ja, okay, danke. Tschüss. Tschüss. Anja ist hier. Anja ist 33. Hallo Anja. Ja, hallo Domian. Hallo Anja. Was ist dein Thema? Ja, ganz spontan habe ich angerufen. Mich holt gerade irgendwie nach 22 Jahren meine Vergangenheit ein. Mhm. Ich versuche das Pferd mal von anders aufzuziehen. Und zwar würde ich gerne dem Menschen, der da jetzt gerade drunter leidet, gerne morgen helfen. Mhm. Also ich fange mal anders an. Das ist meine leibliche Mutter, die mich da gerade einholt. Ja. Und die dich vor 22 Jahren weggegeben hat? Die hat meinen Vater und mich vor 22 Jahren verlassen. Ah ja. Und ich hatte auch seitdem keinen Kontakt mehr dann mit ihr. Also nur ganz sporadisch und danach aber nicht mehr. Zwischengefragt, warum hat die euch damals verlassen? Weil sie fremdgegangen ist und meinte, es wäre woanders vielleicht besser, wie auch immer. Ich war froh, dass sie weg war und mein Vater im Nachhinein auch. Das heißt, du hattest damals auch keinen guten Kontakt zu ihr als Kind? Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall, ja. Und das würde auch jetzt das Thema der Sendung sprengen. Mhm. Und auf jeden Fall hattet ihr dann so lange keinen Kontakt, bis vor kurzem? Ja, durch einen ganz dummen eine Freundin von mir, der Mann davon ist Immobilienmakler und hat eine Wohnung verkauft, und zwar an die beiden, also an meine leibliche Mutter und ihren neuen Mann. Mhm. Und die sind aber jetzt umgezogen in ein neues Haus und im Oktober hat sie sich wohl von diesem Mann getrennt und der hat jetzt Kontakt zu meiner Freundin aufgenommen. Und sich heute Abend mit ihr getroffen und hat wohl einfach nur sein Herz ausschütten wollen, wie auch immer. Mhm. Und hat ihr dann erzählt, dass sie, meine leibliche Mutter, aus diesem Haus nicht ausziehen will, weil sie damals auch darauf bestanden hat, dass es keinen Ehevertrag gibt, damit sie bloß mit im Grundbuch steht. Mhm. Und der Satz ist wohl mittlerweile auch ihm gegenüber gefallen, dann hätte sie auch ihn auch nicht geheiratet, wenn das passiert wäre. Wie gesagt, sie besteht jetzt darauf, dass er womöglich aus diesem Haus auszieht und sie möchte auch die Hälfte des Hauses haben. Und dieser Mann tut mir einfach nur schrecklich leid, weil genau das gleiche Spielchen hat sie damals mit uns durchexerziert. Ja. Mein Vater mit einem riesigen Schuldenberg sitzen lassen. Ja. Und jetzt kommt das Utopischste, weil ich habe dann meiner Freundin gesagt, also ich denke mal, dieser Mann wird auch nicht wissen, dass ich existiere. Mhm. Aber das hat sie wohl dann doch erzählt, dass es eine Tochter gibt. Ja. Nur die hat erzählt, ich würde in Berlin wohnen, jetzt hör gut zu, und ich arbeite mit Karl-Heinz Böhm als Kinderärztin in Äthiopien. Ach.
Super. Also um ich habe noch einen Jetlag. um sich wichtig zu tun, oder man was? Man weiß es nicht. Warum erzählt diese Person sowas? Ja wahrscheinlich. Die ist krank. Dann hat sie halt einen Bruder, der eigentlich eine ganz andere Schiene zurzeit fährt. Da hat sie wohl drüber erzählt, der lebt in Australien. Mhm. Der lebt in Bonn. Aber du hast mit ihr jetzt noch keinen Kontakt? Auf gar keinen Fall. Jedenfalls hat meine Freundin mir halt erzählt, dass dieser Mann mich gerne halt anrufen möchte. Und sie hatte mich auch vorher gefragt, falls diese Frage kommt, ob sie ihm meine Telefonnummer geben darf. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Mhm. Und da bewahrheitet sich wieder der Spruch, man trifft sich immer zweimal im Leben. Mhm. Und ich würde diesem Mann echt gerne helfen, weil der ist so verzweifelt, weil er nicht weiß, wie er diese Frau los wird. Was hält dich davon ab, ihm zu helfen? Mich hält nicht davon ab, ich möchte ihm helfen. Ja, aber? Ich weiß nur nicht wie, das ist jetzt meine Frage an dich. Ja. Was kann man vielleicht unternehmen? Weil gesetzlich gesehen steht sie im Grundbuch, ihr steht das halbe Haus zu. Mhm. Aber sie hat damals nichts gehabt, nichts mit in die Ehe gebracht. Mhm. Sie war einfach nur auf sein Geld aus. Das ist alles. Und das finde ich so mies von dieser Person. Und ich finde, man sollte der das Handwerk legen. Ja. Hat denn der Mann dich schon angerufen? Nein, das will er morgen tun. Ich habe den Anruf erst heute Abend von meiner Freundin bekommen. Hör mal, das ist jetzt eine juristische Frage, die du mir stellst, die ich dir nicht beantworten kann. Das ist ja klar. Aber irgendwie muss man dieser Frau doch das Handwerk ja, legen. Ja, dann musst du mit dem Mann zusammen zu einem Rechtsanwalt gehen und müsst euch richtig fachkundig beraten lassen. Der Hammer ist so, die hat von ihm Geld erpresst, die hat geschafft, irgendwie seine Fahrzeugpapiere und die Autoschlüssel an sich zu bringen von seinem neuen Auto. Ja. Und hat gesagt, ja, du kriegst ihn nur wieder, wenn ich 8.000 Euro von dir krieg, weil wir haben ja schließlich mein Auto verkauft. Und das waren 8.000 Euro. Aber bei dir, interessant finde ich ja, dass bei dir nach 22 Jahren so eine Aversion, so ein Zorn auf die Mutter existiert, dass du jetzt letztendlich einem wildfremden Mann helfen möchtest, dass er... Sie war 12 Jahre scheiße zu mir. Ah, ja. Wie kann ich für diese Frau Gefühle hegen? Mhm. Ich habe zwar mittlerweile Verständnis dafür, warum sie so war, weil ich vieles rausgefunden habe, aber ansonsten, ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Also, außer die Pest an Hals wünschen. Jetzt rein rechtsberatungsmäßig können wir und kann ich dir natürlich nicht helfen. Aber ich kann dir vielleicht, wir versuchen mal, ob ich dir eine Infotelefonnummer geben kann, wo du schnell morgen zumindest rauskriegst, wie du an diese Informationen kommst. Sollen wir mal so verbleiben? Das wäre total nett, auf jeden Fall. Also wenn alles schick reißt, müsst ihr euch einen Rechtsanwalt nehmen, das ist klar, ne? Ja, das ist sowieso klar, aber ich möchte ihr schon auf geschickte Art und Weise eigentlich auch ein bisschen einiges heimzahlen. Weil irgendwo ist der Mensch doch darauf aus, Vergeltung zu üben, glaube ich. Ja, was natürlich letztendlich nicht gut ist, glaube ich, so für einen selbst. Ach, so einen kleinen Arschtritt hat sie verdient von mir. Naja, wenn es ein kleiner ist. Oh, jetzt darf auch ruhig ein großer sein. Also, du legst mal auf, wir rufen dich gleich an und gucken mal, was wir machen können. Das ist total nett. Okay. Vielen Dank. Anja, tschüss. Schönen Abend. Jo, tschüss. Marco, 25 Jahre. Hallo, Marco. Hallo, grüß dich, Domian. Ja, hallo, Marco. Deswegen rufst du an? Ich habe also ein Problem, und zwar, ich habe eine Freundin, die ist knapp 18, und ich hatte vor 5 Monaten einen kleinen Unfall beim Geschäftsverkehr. Mhm. Mit ihr? Nein, mit einer anderen Freundin. Warst du denn da schon? Ich bin jetzt mit ihr seit 3 Monaten zusammen. Achso, der Unfall war vorher? Der Unfall war vorher, ja. Ja, was heißt Unfall? Ich habe mir bei meiner Ex den halben Penis aufgerissen. Den halben Penis aufgerissen? Ja, also ich habe mir jetzt eben auf der Unterseite, weil sie hatte eben ein Piercing gehabt. Ja. Und da bin ich mit der Vorhaut hängen geblieben. Also die Vorhaut ist angerissen oder aufgerissen? Aufgerissen. Mhm. Und es folgt jetzt im Sommer noch eine zweite OP. Achso, du bist also in medizinischer Behandlung? Ich bin in medizinischer Behandlung, ja. Und es folgt noch eine OP. Und ist es einmal schon operiert worden? Es wurde jetzt notdürftig geflickt, so auf Deutsch gesagt. Ja. Und es kommt noch eine zweite OP. Klingt aber kompliziert. Ja, weil ich damals ziemlich viel Schiss gehabt hatte um mein bestes Stück. Mhm. Und ja. Hast du es vertrödelt oder was? Hm? Hast du es vertrödelt, bevor du zum Arzt gegangen bist, oder wie? Nein, also ich bin dann mit dem Notarzt eingeliefert worden ins Krankenhaus. So schlimm, das heißt, das Blut floss in Strömen, oder wie? So nach dem Motto, ja.
Also so wie der Arzt mir es im Krankenhaus gesagt hatte, haben die das jetzt, weil ich eben auch bewusstlos gewesen bin, weil ich kann kein Blut sehen. Und hatte dann eben, wurde eben unter Vollnarkose genäht, lag 2 Tage im Krankenhaus. Mann, Nummer, das klingt aber dramatisch. Ja, und die sagten mir jetzt eben, also mein Arzt sagte mir jetzt, dass eben, dass das jetzt genäht werden müsste nochmal. Verstehe. Und da ich ja von Hause aus schon eine kleine Vorhautverengung hatte, und das dann damit zusammenhing, hat er gesagt, dass eben es auch passieren kann, dass ich nicht mehr zeugungsfähig sein könnte. Was hat das damit zu tun? Wenn die Vorhaut verletzt ist, dass du nicht zeugungsfähig bist? Verstehe ich nicht. Dadurch, dass der Schnitt einen halben Zentimeter tief war. Ach so. Und die jetzt eben. Wäre es denn nicht, ich frage jetzt mal was ganz laienhaft Medizinisches, wäre es denn nicht, wenn da nur eine Verletzung stattgefunden hat, nicht in dem Fall dann klug gewesen, wenn du schon eine Vorhautverengung hattest, dich beschneiden zu lassen jetzt im Zuge der Operation? Das haben wir jetzt vor. Ach, das haben die jetzt vor. Aber da gibt eben das kleine Übel, dass eben ich zeugungsunfähig sein könnte nach der OP. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich das meiner jetzigen Freundin sagen soll. Du bist ein paar Monate mit der, sagst du gerade, zusammen. 3 Monate. Hatte dann auch noch gar keinen Sex, weil du gar nicht kannst, nein. Ne? Mhm. Nein. Hast du ihr erzählt, warum ihr keinen Sex habt? Nein. Wie nein? Du hast ihr nicht erzählt, was da vorgefallen ist? Nein, noch nicht. Warum nicht? Weil es mir einfach zu peinlich ist. Ach, oh Marco, das ist doch nicht peinlich, das kann doch passieren. Doch, für mich schon. Ach. Da bin ich ein bisschen eitel. Ja, das hat mit Eitelkeit doch nichts zu tun. Das ist ein Unfall. Das ist ja nichts. Da kannst du ja nichts für, wenn deine Ex da ein Piercing hatte und das Piercing irgendwie nicht richtig gesessen hat oder aufgegangen ist, weiß ich nicht. Und es ist passiert. Moment, aber wollte sie nicht schon längst mit dir schlafen, deine neue Freundin? Doch schon. Und was sagst du ihr denn immer? Wie windest du dich da raus? Ich muss arbeiten. Du musst arbeiten. Ja. Aber du musst ja nicht immer arbeiten, am Wochenende und nachts, so weiß ich, wann man das gerne machen möchte. Doch, ich bin selbstständig. Ja, das glaubt die dir? Ja, weil ich bin berufstätig als Abschleppunternehmer. Achso. ja gut, da musst du natürlich Tag und Nacht dann arbeiten, unter Umständen. Richtig. Aber Marco, jetzt ganz im Ernst, unter uns beiden Männern, das ist doch nur wirklich nichts Schlimmes, wenn sowas mal passiert. Das kann man doch der Freundin sagen. Pass auf hier, ich hatte eine Verletzung, muss noch operiert werden, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ja, so habe ich es mir auch gedacht, dass ich es so sage, aber ich weiß nicht, wie sie reagieren würde. Ja Gott, was soll sie denn reagieren? Was soll sie sagen? Du Teufel oder du Idiot oder was soll sie denn sagen? Alles, was sie sagen würde, wäre falsch. Also sie kann ja nur sagen. Im Fall könnte sie Schluss machen. Aber also wenn sie deshalb Schluss macht, Marc, dann ja. aber auch ganz schnell weg mit der Frau. Wenn sie deshalb Schluss macht, du hast eine Verletzung in deinem Geschlechtsteil aufgrund eines Vorfalls. So gut, das kann jedem passieren. Jedem. Stimmt schon. Ja, aber klar. So, und die Frage mit der Erzeugungsunfähigkeit, das ist dann, glaube ich, das nächste Problem erst, ne? Richtig. Ja, das muss man dann ja eh erstmal testen, ob das so ist. Und also dir geht es jetzt im Hauptproblem darum, wie erkläre ich das meiner Freundin oder wie? Richtig. Ja, indem man das ganz ganz normal erzählt, so wie du es mir auch erzählt hast. Da gibt es nichts zu schämen. Gut, okay, dann werde ich das tun. Ja, aber ganz im Ernst, sage ich mit voller Überzeugung. Und wenn die da blöd drauf reagiert, dann sag Mädel und tschüss. Genauso. Okay. So, wann ist die nächste OP? Die nächste OP ist am 12.8. So lange hin noch? Ja. Also war das schon ein heftiger Eingriff jetzt beim ersten Mal? Es war jetzt eine 4 cm lange Verletzung gewesen, die einen halben Zentimeter tief war. Ja. Und die wurde mit 12 Stichen genäht. Aber das liegt ja jetzt auch schon viele Monate zurück. Und dann dauert das bis zur nächsten OP bis jetzt zum August? Ja. Warum? Weil das eine, das sollte eigentlich jetzt eine ambulante werden. Die OP sollte eigentlich jetzt am Ende Januar schon passiert sein. Ja. Der Termin wurde aber aus ärztlichen Gründen verschoben, weil ich eine Grippe gehabt hatte. Ja gut, aber dann nicht bis zum August?
Und da wurde jetzt erstmal der 12. August festgelegt. Ja, da würde ich den Bruder mal Dampf machen. Wenn das medizinisch jetzt schon gegangen wäre, dann wäre gegangen. Ja, da warte ich doch nicht bis zum August, Mann. Das heißt, du kannst bis zum August keinen Sex haben. Ne? Heißt das doch. Das wäre kein Problem. Naja, also schöner wäre es ja, wenn es früher alles in Ordnung wieder wäre. Ja, das wäre noch schöner. Ja, also der Freundin reinen Wein einschenken. Und Tacheles mit irgendeinem Arzt reden und oder einen neuen Arzt suchen, der dich früher operiert. Das soll ambulant gemacht werden, ne? Richtig. Ja, Mensch, das ist doch wahrscheinlich kein großes Ding. Dann gehst du zu einem anderen Urologen, der macht's dir früher. Okay. Mann, Marco, alles Gute. Okay, ich melde mich dann nochmal wieder. Ja, mach das bitte. Okay. Tschüss. Tschüss. Andreas, 29. Hallo, Andreas. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen. Ja, und zwar geht's mir jetzt genauso wie dem netten Mädel mit der netten Tochter. Ich bin quasi an so eine Frau gekommen. Und zwar stehe ich jetzt vorm finanziellen, psychischen Ende quasi, kann man fast sagen. Also da gibt es eine Frau, die dich aussaugt, oder was? Genau so. Es ging los. Ich habe vor 2,5 Jahren durch einen Bekannten bin ich an eine türkische Familie gekommen. Vater deutsch, Mutter Türkin, hat eine nette Tochter. Ja, man hat sich verliebt. Und wie es halt in türkischen Kreisen ist, so ohne Hochzeit oder so, ist da nicht viel. Und das Mädel ist halt auch... Wie alt ist das Mädel? 11 Jahre jünger. Du bist 29. Jetzt 18. Ja. Damals war sie dann... 16. 16, ja. Ja, genau. Ja, gut. Und naja, das ging halt da noch ganz gut. Sie hat mir auch viel von der Vergangenheit erzählt, dass sie vom Onkel missbraucht worden ist, von der Familie weg will. Und dann habe ich sie halt da rausgeholt. Sie ist von der Mutter rausgeworfen worden, weil das ihre Meinung war. Und aber du hast sie nicht geheiratet? Standesamtlich nicht, kirchlich ja. Also nach islamischem Glauben. Ich habe auch einen Glauben gewechselt, beschneiden lassen. So ach, wieder davor. Also alles Mögliche für sie getan. Und das Problem ist, oder wo ich nicht klarkomme, ist, sie hat dann 3 Monate keinen Kontakt mit der Mutter und danach ging es los, dass sie ständig eben zur Mutter gehalten hat. Ich wurde danach leider arbeitslos und sie war noch relativ jung, hat also auch Kindergeld eigentlich bekommen. Lebst du denn jetzt im Moment mit der Frau noch zusammen? Jetzt? Ja, wie ist der ganz aktuelle Stand, ja? Momentan, ist es so, dass wir im Dezember aufgrund dessen, weil ich jetzt leider seit 2 Monaten arbeitslos bin, dazwischen hatte ich eine Arbeit, haben wir gesagt, wir suchen uns eine kleinere Wohnung, sie sucht eine und dann passt das schon. Aber zusammen eine Wohnung? Genau, ja. Und lass mich mal fragen, warum seid ihr nicht standesamtlich getraut? Aufgrund dessen vom Alter her, das hätte man dann über Gericht machen müssen mit und so weiter, jetzt ginge das. So, jetzt hast du mir gerade gesagt, du wirst von dieser Frau ausgesaugt, finanziell. Genau, ich stehe jetzt quasi mit so 20.000, 25.000 Euro Schulden da. Ich habe eine Familie, die ist hoch verschuldet. Ich habe einen relativ guten Job davor gehabt, 2.500 Euro verdient und so weiter. Und ich habe der Familie eingekauft und gemacht und getan. Und das sind dann, wie ich heute mitbekommen habe, hinter meinem Rücken hat sie ihr Geld, wo sie verdient hat, der Mutter zugesteckt, und obwohl ich damals eben dann arbeitslos geworden bin, ohne mir was zu sagen, und immer von mir dann Geld geholt, dazwischen ging's Auto kaputt und... Wie ist denn der emotionale Kontakt zwischen dir und deiner, ich nenn's mal Frau? Da bin ich eben am Grübeln da, deswegen rufe ich an, ich komme damit nicht fertig, weil... Also erstmal die ganz schlichte Frage, liebst du sie noch? Das ist das Problem. Das ist wie, sag ich mal, wie in der Droge, wo man weiß, das ist nicht gut für einen, man kommt aber nicht weg. Also du liebst sie nicht, aber das ist irgendeine Abhängigkeit. Ja, lieben, jein, im gewissen Sinne ja, aber ich weiß genau, dass sie von ihrer Mutter nicht wegkommt, weil das ging eben so weiter, dass sie immer wieder ihre Mutter vorgezogen hat, wenn es Streit gab, hat sie es zu ihrer Mutter gehalten. Also letztendlich bist du gar nicht richtig mit dieser Frau zusammen. Die Frau ist immer noch sehr verwoben in ihrer Familie, sehr verwurzelt in der Familie. Genau, genau, aber erst seitdem, dass sie mit ihrer Mutter wieder eine Aussprache hatte, vorher noch nie. Wie
gesagt, vom Onkel missbraucht, die Mutter, die ganze Familie wusste es und die Mutter hat es unter den Teppich gekehrt. Ja. Sie hatte nie ein gutes Verhältnis. So, jetzt müssen wir mal fragen, rein rechtlich seid ihr ja gar nichts. Ne? Du könntest jetzt sofort gehen und das war's. Genau. Ne? Mhm. Vom Glauben her ist das ja auch so, da braucht man nicht irgendwie eine Mordzeremonie oder so, braucht man da nicht. Das ist einvernehmlich, wenn beide sagen, okay, ist gut. Und aber das möchtest du nicht. Du möchtest dich nicht trennen von der Frau und weißt aber nicht, Einerseits doch, weil ich weiß eben nicht, ich weiß genau, dass sie von der Abhängigkeit von der Mutter nicht wegkommt. Mhm. Aber ich verstehe nicht, wieso, weil ich habe ihr im Prinzip alles für sie Notwendige getan, mit meinem Familie angelegt und so weiter, alles. Mhm. Und habe auch der Familie, ihrer Familie, finanziell geholfen und eben jetzt alles aufs Spiel gesetzt und alles getan. Mhm. Aber andererseits stand sie nie richtig zu mir. Mhm. Gut, das ist jetzt dumm gelaufen, deine Kohle ist weg. Das kannst du nicht im Nachhinein deshalb einfordern, nach der Mutter, ich habe ja alles für dich getan. Und nee, das ist vorbei. Das sehe ich auch nie wieder, das ist klar. Vielleicht war es auch einfach dumm, dich so weit da auch auf so ein sehr junges Mädchen so einzulassen. Kann man ja im Nachhinein auch sagen. Ja, das Problem ist, ich wurde zum Glück nicht als einzigster getäuscht. Ein Bekannter von mir, der kannte die Familie auch gut. Vom Kopf her waren wir alle der Meinung, die ist weiter. Nur deswegen habe ich es auch mich darauf eingelassen. Mhm. Aber im Nachhinein Glück gelaufen. Aber das Problem ist, im Januar, sie hat eine Wohnung gesucht. Ja. Und das ging dann innerhalb von 2 Stunden. Sie hat gesagt, ja, okay, ich liebe dich, Wohnung gesucht und so weiter. Und ihre Mutter hat aber den Umgang verboten mit mir, weil sie bei ihrer Mutter wohnt. Mhm. Ja, Alter, so geht das nicht weiter. Das ist ja schrecklich. Das heißt, vor allem, ich kann nicht mehr mit ihr reden. Ich irgendwie eine Aussprache, dass ich für mich ins Reine komme, warum sie mit mir so umgegangen ist oder so nicht. Sie blockiert komplett alles. Ja, du musst für dich jetzt erstmal eine Klärung finden, was du willst. Und dann musst du eine Entscheidung fällen, in welche Richtung du zu gehen gedenkst. Ja, das ist wichtig. Und du musst halt sehen, warum du mit dieser Frau so verknüpft bist und was da für Abhängigkeiten bestehen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde dir gerne, da ist ein bisschen mehr Zeit, ein Gespräch jetzt mit meiner Psychologin anbieten, mit der Elke. Ja, das Problem ist, ich war im Mai, hatte ich mich eben wegen der Familie auch schon Selbstmordversuch hinter mir, deswegen die Arbeit verloren. Mhm. Ich habe schon wieder versucht, zu meiner damaligen Psychologin Kontakt aufzunehmen, aber von dem her, von der Krankenkasse und so weiter, da schaut es eben schlecht aus, dass die irgendwas übernehmen. Okay, also umso wichtiger ist, dass du dich erstmal ordnest und dich ins Reine bringst. Wahrscheinlich wird dann die ganz andere Sache ebenfalls eine neue Dynamik kriegen. Du redest mit meiner Psychologin jetzt und überleg doch mal ein bisschen, was das mit der Finanzierung, vielleicht eine weitere Therapie, was es da für Möglichkeiten gibt und so weiter. Meine Psychologin heute Nacht heißt Elke. Du legst auf und Elke ruft dich an. Einverstanden? Mhm. Ja, super, prima. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit dem Sascha. Hallo Sascha. Hallo Domian. Hallo Sascha. Hallo. Na? Na? Zum ersten Mal bei dir durchgekommen, das ist gut. Hey. Hey. Das ist gut. Um was geht's denn? Bei mir geht's um was aus der Vergangenheit. Ich war damals sehr krank. Ich hatte eine psychische Störung. Was heißt damals? Wie lange ist es her? Vor 2 Jahren. Ach so, gar nicht so lange. Nee. Was war das für eine Störung? Eine psychische Störung. Ja, das war psychoaffektive Störung F25, ist der Arztbegriff. Sagt mir natürlich jetzt nichts. Wie macht sich das deutlich? Ich war damals ausgetickt. Ich hatte eine Überlastung im Gehirn. Und was heißt ausgetickt? Was hast du getan? Ich bin mit dem Auto rumgefahren, ohne Licht. Durch die ganze Stadt, hab's irgendwo abgestellt, bin dann zu Fuß in irgendeine Disco gegangen, hab mich nackt ausgezogen, hab getanzt, barfuß. Und du wusstest das gar nicht, während du das gemacht hast? Das weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Also es war so verschwommen. Mhm. Und dann? Du hast nackt in der Disco getanzt und dann? Haben mich Security-Beamte der Disco irgendwie komisch angeguckt und wollten wissen, ob ich irgendwelche Drogen nehme, aber ich habe keine Drogen genommen. Mhm. Ich war einfach nur irgendwie, schizoaffektiv gestört. Ja. Und dann bist du direkt dann irgendwie eingeliefert worden in eine Klinik, oder? Nicht direkt, kurze Zeit später, ja. Mhm. Meine Mutter hat mich dann gefunden und hatte, also meine Mutter selbst psychisch gestört gewesen, also hatte mehrere Aufenthalte auch in der psychiatrischen Klinik und hatte mich dann mit Hilfe einer Tablette
willenlos gemacht und mich dann mit ihrem jetzigen Mann in die Klinik gefahren. Ach, also aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen hat sie das erkannt, wie es um dich steht. Ja. Hat sie die Tablette gegeben und dann ab in die Klinik. Ja. Ach, vor 2 Jahren. Wie geht's dir heute? Naja, es geht mir eigentlich ganz gut. Ich bin also, was die Psyche betrifft, eigentlich ganz okay. Mhm. Problem ist halt nur, ich bin aus dem Berufsleben völlig raus. Was hast du vorher gemacht? Ich war Restaurantleiter in einem Restaurant in Leipzig. Ah ja. Mhm. Und jetzt gar nichts mehr? Jetzt arbeite ich im gleichen Restaurant nur als Aushilfe. Oh, in dem gleichen Restaurant? Im gleichen Restaurant, ja. Und vorher der Chef und jetzt die Aushilfe? Ja. Das ist hart, ne? Das ist hart, ja. Mhm. Mhm. Es gibt noch viele andere Punkte, die auch wichtig wären, das zu beschreiben, weil es ging eigentlich auch um meinen Vater noch. Mhm. Mein Vater war selbstständig, viele Jahre lang, war erfolgreicher Heizungsbauer in Leipzig und Umgebung und ich war stolz auf ihn, weil er nach der Wende halt dann sich selbstständig gemacht hat und was aufgebaut hat. Was aufgebaut hat, genau. Ja, ja. Und in der gleichen Zeit, kurz bevor ich damals krank wurde, musste er sein Unternehmen aufgeben, ist insolvent gegangen. Und also war diese Familie in der Zeit ganz enorm belastet. Ja, klar, ja, ja. Hast du denn jetzt, du sagst, es geht dir jetzt wieder gut, nimmst du noch Medikamente im Moment? Ja, ja, ja. Hast du Angst, dass es nochmal einen Rückfall geben könnte? Ja, schon Angst, aber ich glaube eigentlich nicht. Mhm. Weil ich habe das halt erlebt und habe mich auch erfahren, sag mal so. Also ich weiß, was mit mir passiert ist und war der Grund deines Anrufes, mir das so zu erzählen, oder gab es da auch noch ein besonderes Anliegen? Es gibt viele Anliegen. Wir könnten stundenlang telefonieren. Ich habe auch noch eine Freundin, die das auch alles mitgemacht hat, die jetzt in Berlin ist und die halt gerne mit mir zusammen in Berlin wäre, wo ich wieder neu anfangen könnte als Restaurantchef oder zumindest als ich wollte gerade sagen, wenn es dir jetzt einigermaßen wieder gut geht oder sogar recht gut geht, könntest du doch auch mit deinen Erfahrungen und deinen beruflichen Erfahrungen doch eigentlich wieder richtig einsteigen, wenn du die Chance hättest. Ja. Oder fühlst du dich doch nicht stabil genug für so ein... Ich habe ein gewisses Problem mit Selbstbewusstsein. Mhm. Also ich... aufgrund der Erkrankung. Ja. Ist eigentlich die Erkrankung damals entstanden aufgrund einer Überlastung oder überkommt das einen ganz einfach so? Kann das jedem passieren? Ich glaube, es war eine Überlastung. Ah ja, ist auch ein Signal, ein Warnsignal, dass du das Leben eben so nicht führen darfst, wie du es damals geführt hast. Das war krass damals. Mhm. Echt krass. Also das Gehirn war überlastet einfach, ne? Na, ich hab damals für meinen Vater einen Job geschaffen. Also mein Vater war halt selbstständig, dann hat er die Firma aufgeben müssen. Mhm. Dann war er pleite, dann habe ich für ihn den Job geschaffen, mit meinem Geld. Ja. Dann ist er kurz Zeit später krank geworden, er hat einen Schlaganfall gehabt. Ja. Ich musste den Laden alleine schmeißen. Viel Verantwortung. Ja. Mhm. Mhm. Und irgendwie in dem Moment war es einfach zu viel. Mhm. Ja. Aber das Positive ist daran, dass du dich gefangen hast und dass du einigermaßen stabil wieder bist. Ja. Das ist ja schon mal gut. Und du könntest ja in einem kleinen Rahmen könntest du ja versuchen, wieder ein bisschen was zu machen, dass du aus der Aushilfstätigkeit mit deinem Wissen zumindest auf die nächste Ebene kommst oder ein bisschen höher. Ne? Weißt du, was mir jetzt richtig leid tut? Weil ich sehr gerne mit dir spreche, dass die Sendung vorbei ist. Ja. Mann, kann ich dir dann noch ein Gespräch mit einer Psychologin anbieten? Ja. Was Akutes. Da machen wir das so. Legst du bitte auf. Und, ich sag dir alles Gute von Herzen. Danke. Schöne Grüße nach, du wohnst in Leipzig noch. Danke. Alles Gute von Herzen. Ja, ciao, Domian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's heute Nacht in der Technik. War Johanna Knura und Malte Imels. Morgen sind wir nur im Radio bei 1 Live, nicht im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Und wenn ihr feiert, dann lasst es mal richtig krachen morgen. Habt viel Spaß. Bis dahin, tschüss.